Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Runde The Binding of Isaac Rebirth. Ja, heute mal einen Lazarus-Run. Er hatte gerade schon einen Run gestartet, aber irgendwie hat es mit der Technik nicht geklappt und ja, musste ich abbrechen. Er hatte komischerweise Lags und Bugs und keine Ahnung, Frame Drops des Todes. Und ja, deshalb habe ich nochmal neu gestartet und ich hoffe, diesmal läuft es besser. Da habe ich jetzt auch ein anderes Aufnahmeprogramm genommen und ja. Wieso bin ich jetzt eigentlich nicht in den Item-Raum gegangen? Kann mir das einer erklären? Nein, ne? Oh, Messer. Ein Messer direkt? Ja, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Wieso nicht? Wenn es schon da ist, wieso nicht? Hatten wir schon im Let's Play hier überhaupt schon mal einen Messer-Run gehabt? Ein Mom's Knife-Run? Ich glaube nicht, oder? Ich mag das Messer, ich mag das Messer. Ich mag das Messer, macht Spaß mit dem Messer. Der Kornel, der hatte letztens einen krassen Messer-Run gehabt. Hat er ja auch aufgenommen und hochgeladen. Da hat er Sacred Heart kombiniert mit dem Messer. Alter. Das war ganz schön krass. Das war ganz schön krass. Ich, vor allem Sacred Heart, ne? Apropos Sacred Heart, ne? Ich werde, glaube ich, niemals in meinem Leben Sacred Heart sehen. Ich habe schon so oft versucht, auf Engel-Deals zu spielen. Und ich werde niemals, glaube ich, in meinem Leben jemals das Sacred Heart sehen. Niemals. Ja. Aber kommen wir mal zu Lazarus. Wieso spiele ich heute Lazarus? Lazarus spiele ich heute, weil... Ja, ich bräuchte ja so, musste so mit sehr vielen Charakteren noch im Hard-Mode was durchspielen. Vor allem mit sehr vielen Charakteren noch auf jeden Fall noch Eclipse besiegen, damit ich auch alle Items freischalten kann. Und ja, deshalb dachte ich mir, hey, mit Lazarus habe ich noch nichts. Und Lazarus habe ich selbst schon lange nicht mehr gespielt. Machen wir mal einen Lazarus-Run. Obwohl Lazarus eigentlich ziemlich lame ist. Aber immer noch nicht der lameste Charakter, so wie Kane oder so, ne? Weil... Ja, was ist besonders an Lazarus? Lazarus besonders ist, ja, er startet mit einem Leben. Mit einem extra Leben. Von den Statuswerten ist er halt genauso wie Isaac. Sonst nichts Besonderes. Also er startet mit einem extra Leben. Das seht ihr jetzt nicht, weil wahrscheinlich ist gar nicht ein Fluch. Ein Fluch, bei dem man mein Leben nicht sieht. Und ja, und dann startet er noch mit einer Pille. Und das war's. Mit einer random Pille. Mit irgendeiner Pille zufällig. Und ja, das ist Lazarus. Nichts Besonderes. Wie gesagt, ich finde ihn auch ziemlich lame. Oh, hab All Stats up. Nehme ich gerne. Ich finde ihn recht lame, aber muss man auch durch, ne? Er ist immer noch nicht so schlimm wie Kane. Ist immer noch nicht. Vor allem, ich habe jetzt die Pille am Anfang gehabt, die Luck-Up-Pille. Und jetzt bin ich im Prinzip nur durch diese Pille bin ich schon so wie Kane, nur in besser. Im Prinzip. Ja, Kane startet ja sogar nur mit 2 Herzen. Ach, Kane. Ach, Kane. Du bist so ein scheiß Charakter. Vielleicht hast du einen netten Charakter, aber du bist ein scheiß Charakter. Macht das Sinn, was ich sage? Wow. So, und ja, heute wollte ich ein besonderes Thema in diesem Video ansprechen. Weil, ja, weil, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Ich versuche ja meine Isaac-Parts immer irgendwie mit irgendeinem Thema aufzubauen. Klar wird das nicht immer klappen, weil es wird wahrscheinlich Zeiten kommen, wo ich dann ein bisschen mehr Isaac mache, ein bisschen weniger Isaac mache. Und Zeiten, wo ich dann viel Isaac machen werde, wird mir vielleicht nicht unbedingt Missing Page, ne, Mysterious Paper. War, glaube ich, bräuchte man, braucht man, glaube ich, das Papier braucht man, glaube ich, um, es gibt, glaube ich, einen Tipps, wie man, glaube ich, The Lost freischaltet. Irgendwas muss man, während man dieses Trinket hat, muss man irgendwas in einem bestimmten Raum irgendwas machen. Und dadurch kriegt man dann, glaube ich, einen Tipp, wie man The Lost freischaltet. Irgendwie sowas war das. Im Prinzip eigentlich ziemlich unnötig, das Papier jetzt für uns. Ja, ich versuche ja immer Isaac so ein bisschen nach einem Thema aufzubauen. Ja, können wir lieber das hier mitnehmen. Aber ich habe noch keinen Item Room gefunden. Ich möchte erst in den Goldraum, bevor ich zum Boss gehe. Ja, und es wird wahrscheinlich auch Parts geben, wo ich dann eher mehr auf das Spiel eingehe als auf irgendein Thema, weil, wie gesagt, wenn ich dann, wenn wirklich eine Zeit kommen sollte, wo ich dann plötzlich mehr Isaac spiele, mehr Isaac aufnehme, mehr Isaac spiele, dann kann auch sein, dass ich dann vielleicht nicht unbedingt für jeden Isaac-Part dann ein Thema habe. Kann sein, dass ich vielleicht dann direkt 2, 3 Isaac-Parts am Stück aufnehme. Und dann habe ich nicht unbedingt vielleicht für jeden ein bestimmtes Thema parat, sondern ja, dann wird vielleicht der ein oder andere Part dann mehr on-topic sein, also mehr auf das Spiel basiert. Und dann gibt es dann Parts, die sind dann eher mehr off-topic, so wie vielleicht dieser Part jetzt. Und zwar, es ist ja hier noch recht neu alles, ne? Hier ist alles recht neu. Den Blattsack habe ich gerade bekommen, der regeneriert ab und zu mal meine HP. Ist ganz nett, ist ganz nett.
Ist ja recht neu hier, das Let's Playen auf diesem Kanal. Also, nicht unbedingt neu, aber... Ja, schon neu, komm, egal. So, und viele kennen mich ja noch nicht so persönlich, also viele kennen ja nur meinen Hauptkanal. Ein paar Leute gibt es ja auch, die meine Streams kennen und mich da schon so ein bisschen kennengelernt haben. Aber, ja, aber auch nicht die kennen mich so gut, sage ich mal. Ne? Und damit ihr mich so ein bisschen kennenlernt hier auf diesem Kanal, damit es hier ein bisschen auch persönlicher wird, kann ich euch meine YouTube-Geschichte erzählen. Damage and Range Up, super. Kann ich euch meine YouTube-Geschichte erzählen, wie ich zu YouTube gekommen bin und wieso ich YouTube mache und woher ich Kontakt habe zu Leuten wie Mock, Cornel, Wollo oder sowas halt, ne? Ja gut, die Telepille hat mir jetzt nicht unbedingt was gebracht, aber gut. Ja, und wo fangen wir da am besten an? Fangen wir am besten an, ganz am Anfang, dieser Kanal. Das war der erste Kanal, den ich auf YouTube hatte. Der hieß früher dann Keggy LP. Den habe ich damals noch erstellt, als dieses LP nicht jeder hinter seinem Namen hatte. Ja, es gab Zeiten, wo nicht jeder diesen Namen hinter dieses LP hinter seinem Namen hatte. Es war eine Zeit, wo LPs noch nicht so krass im unterwegs waren. Obwohl, doch schon. Doch, ich war ein Vollidiot. Ich war ein Vollidiot und habe mich hinter meinem Namen LP gedacht. Ja, ich war ein Vollidiot. Doch, als ich mit Let's Plays angefangen hatte, war schon extrem viel los mit Let's Plays. Da war schon die Szene übersättigt. Und ja, keine Ahnung, wie ich dazu kam, dass ich mir ein LP hinterm Namen gemacht habe. Ich denke mal, ich fand das ganz praktisch, weil ich glaube, ich habe damals noch sogar Videos geguckt von, mir damals Tipps geholt. Ich weiß nicht, ob ihr noch kennt, Commentario. Ich glaube, der macht, glaube ich, nichts mehr auf YouTube, oder? Macht er noch was auf YouTube? Ist ein Holländer, ist das, glaube ich. Ist das ein Holländer? Ich glaube schon. Der hat da dann so Tipps gegeben auf YouTube, wie man mit YouTube am besten anfängt und so ein Kram. Und ja, und ich habe damals halt vieles von ihm halt dann, viele Tipps halt von ihm genommen, obwohl vieles davon Bullshit ist. Klar ist alles nett gemeint und so weiter, aber ja, größtenteils ist es halt ein bisschen Bullshit. Also mit den Tipps wird man nicht unbedingt wirklich was erreichen. Ja, und da hatte ich auch den Tipp geholt, dass ich mir ein LP hinter meinen Namen mache, weil, ja, es soll ja unbedingt jeder erkennen, dass ich auch Let's Plays mache nach meinem Namen. Deshalb, ne, sollte ein LP hinter meinem Namen stehen. Das war der Hintergrund dahinter, wieso ich ein LP hinter meinem Namen habe. Das sieht man, glaube ich, noch in der URL oben. Da sieht man, glaube ich, noch, dass da Keggy LP steht. Das müsste man, glaube ich, noch sehen. Und ja, dann habe ich diesen Kanal eröffnet. Wieso habe ich diesen Kanal eröffnet? War einfach, ich denke mal, so wie bei vielen anderen Let's Playern, die auch mit Let's Plays angefangen haben, war einfach, ja, man hat Let's Plays geguckt. Man hat die ganze Zeit Let's Plays geguckt. Viele Let's Plays, alle möglichen. Ich habe damals, glaube ich, sehr viel Gronkh, habe ich damals viel geschaut. Hauptsächlich Gronkh geschaut. Und dachte mir dann irgendwann, hey, ich kann auch vom PC sitzen und quatschen und dabei Videospiele spielen. Das kann ich auch ganz gut. Und habe halt damit dann angefangen und habe ich mich ein bisschen geirrt. Es ist ein bisschen mehr als nur Spiele spielen und quatschen, weil man versucht ja dann auch irgendwie Missing Poster, ich glaube, das funktioniert genauso wie das, dieses Mysterious Paper, irgendwie auch, glaube ich, hat auch irgendwas damit zu tun, dass es irgendwelche Tipps gibt hier für The Lost oder sowas. Ich weiß es nicht, wie genau diese Items funktionieren. Don't swallow it. Safety Cap. Safety Cap, was macht das nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Safety Cap, keine Ahnung. Ja, jedenfalls steckt da doch ein bisschen mehr dahinter als nur Videospiele spielen und reden. Also klar, größtenteils ist es hauptsächlich Videospiele spielen und reden. Nur halt, muss man das ja auch noch irgendwie, versuchen, sag ich mal, ja, unterhaltsam rüberzubringen. Ne? Kannst ja. Ich saß damals am Anfang in meinen Let's Play-Videos. Mein allererstes Let's Play war The Ball. Man muss auch sagen, ich habe diese Let's Plays damals ungefähr aktiv betrieben. Eineinhalb Jahre aktiv, ne? Wirklich richtig aktiv. Nicht so halbe Sache oder so, sondern richtig aktiv. Das heißt, ich hatte in diesen eineinhalb Jahren ungefähr circa 600 Let's Play-Videos rausgehauen. Und, ja, das sah meistens so aus, dass ich dann, ja, so gut wie eigentlich keine Zuschauer hatte. Ich weiß auch nicht, wie ich das überhaupt
wie, was mich da motiviert hatte, keine Ahnung. Ich habe mir sowas eingeredet wie, oh, die Leute kommen schon von alleine. Ich denke mal, das denken sich auch viele Leute, die mit YouTube, mit Let's Plays anfangen, dass sie sich denken, ja komm, Hauptsache habe ich Spaß, die Leute kommen schon von alleine. Ja, die Sache ist die, so ist es nicht. Die Leute kommen nicht von alleine. Wenn du ein ganz normaler Typ bist und ganz normal redest, dann kommen die Leute nicht. Da muss man muss schon irgendwie was Besonderes machen. Ich möchte jetzt natürlich nicht unbedingt sagen, dass ich was Besonderes mache, aber man muss schon irgendwie, ja, man muss schon irgendwie was, auf jeden Fall schon ein bisschen die Leute, sage ich mal, anschreien und ansprechen und, anschreien auch nicht unbedingt, aber auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, wie ich das genau jetzt sagen soll, ist aber auch egal, ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Das Thema ist ja meine YouTube-Geschichte, ja, da habe ich halt mit Let's Plays angefangen, damals war es The Ball, ist so ein Indie-Spiel. Die Videos sind auch noch alle da, nur halt alle auf privat gestellt. Und was habe ich da noch alles gespielt? Ich habe damals Bioshock gespielt, ich habe Deus Ex gespielt, ich habe auch Crash Bandicoot damals schon gespielt. Oddworld habe ich damals gespielt, also ich habe vieles gemacht. Wie gesagt, 600 Videos. Moment, ich habe jetzt einen Schlüssel bekommen, denn den Schlüssel kann ich benutzen für den Goldraum. Ja. Viel gemacht, nichts gebracht im Endeffekt. Wie gesagt, ich hatte ungefähr nach anderthalb Jahren circa 100 Abonnenten, 120 Abonnenten. Davon waren vielleicht zwei Leute wirklich Zuschauer, die ab und zu mal reingeschaut haben. Der Rest war tot, mehr oder weniger. Keiner hat dazu geschaut, keiner wollte die Videos sehen, aber die haben hauptsächlich abonniert. Das waren hauptsächlich so Leute, die, hey, du machst voll die coolen Videos, guck doch mal bei mir vorbei. Und das Traurige ist ja, ganz am Anfang meines Kanals damals, habe ich sogar diesen Leuten wirklich geglaubt. Ich war wirklich naiv damals, ich hatte damals auch noch keine Ahnung von diesen ganzen Let's Play-Szene. Wie gesagt, ich habe nur Gronkh geschaut, sonst niemand anderen. Guck mal, ich habe genau jetzt hier einen Schlüssel bekommen. Money Power. Hat mir auch letztens einer gesagt, ich glaube, das von 10 Münzen sind irgendwie 0,4 Damage oder so, glaube ich, hat einer geschrieben. Das ist auf jeden Fall, nee, kann nicht sein, das ist viel zu viel. Ich weiß nicht, ich kenne den Wert nicht mehr. Auf jeden Fall hieß es, bei 99 Münzen ergeben, glaube ich, irgendwie 3,6 oder 3,9 Schadenpunkte. Ja, macht auf jeden Fall das Item, was wir jetzt haben. Ja, ist nicht unbedingt ein tolles Item, weil ich bin eigentlich immer recht verschwenderisch mit dem Geld. Und ja, wenn ich vielleicht mich darauf konzentrieren würde, Geld zu sammeln, dann wäre ich auch vielleicht ein bisschen stärker. Sollte ich vielleicht machen. So, das heißt, wir werden hier gleich, wenn wir zwei Gold-Item-Räume haben, dann werden wir auch wahrscheinlich zwei Bosse haben jetzt. Na gut, wieso nicht, ne? Machen wir. So, und ja, wie gesagt, ich habe dann eine lange Zeit Let's Plays gemacht, die keiner geschaut hat, für die sich keiner interessiert hat. Sehr traurige Zeit gewesen. Oh, Damage up. Und es war halt auch sehr traurig, dass ich solchen Leuten geglaubt habe, die auf meinen Kanal gekommen sind und gesagt haben, ey, super coole Videos, boah, dein Kommentar ist so individuell und deine Stimme ist so schön. Oh, du bist so ein toller Let's Player, aber schau doch bei mir vorbei. Und diesen Leuten habe ich damals wirklich geglaubt und ich habe ihnen alles aus der, ich bin auch wirklich auf diesen Kanal gegangen, habe mir angeguckt, habe da drunter kommentiert und habe sie gefeiert und bis ich festgestellt habe eines Tages, dass diese ganzen Leute mich alle nur verarscht haben. Das war traurig. Dann war ich wirklich traurig. Dann irgendwann habe ich realisiert, wie wirklich YouTube funktioniert. Und fand YouTube scheiße. Irgendwann realisiert, aber trotzdem weitergemacht, weil ich mir immer sowas eingeredet habe wie, ja, es kommt schon alles von alleine. Die Leute kommen schon von alleine. Aber es war halt nicht so. Und die Leute kamen nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen. Ich hatte also auch schon, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Kontakt zum Mock. Ja, hatte ich schon, ja. Nicht, doch, hatte ich schon, ja, definitiv. Das war halt damals so, dass Let's Plays gemacht hatte zu, ein Let's Play gemacht hatte zu, Alter, wie viel HP abbekomme ich denn? Ein Let's Play gemacht hatte zu Oddworld. Das Oddworld Let's Play hatte ich im Let's Play Forum gepostet. Ja, das Let's Plays Forum ist auch so eine Sache. Ja, ist egal. Ja, jedenfalls habe ich dort gepostet. Und da hat der liebe Nico drauf geantwortet. Und
Hat dann auch öfters auf meinem Kanal dann vorbeigeschaut. Ich weiß nicht, ob das gemacht hat, wie gesagt, wie die vielen anderen Leute, nur um ein bisschen halt, ja. Hallo, hier bin ich. Guck bitte auf meinen Kanal und bla bla bla. Davor aber natürlich erstmal ganz nett sein, damit man ihn ernst nimmt oder damit man denkt, dass er wirklich deine Videos schaut, ne? Ich weiß nicht, mit welchen Absichten Nico damals mich angeschrieben hatte. Ja, jedenfalls, Nico war ein guter Freund obwohl guter Freund, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die zueinander stehen. Da möchte ich jetzt natürlich nichts Falsches sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die jetzt beste Freunde sind, sondern hassen sie sich eigentlich in Wirklichkeit. Deshalb, keine Ahnung. Ja, Nico war auf jeden Fall ein Freund von Mock und von Maeve. Das waren die Zeit noch, wo es gar ein Mock noch gar nicht gab. Es gab noch gar keinen Mythos of Gaming. Da hat der liebe Mock noch Let's Plays gemacht, zusammen mit Nico und zusammen mit Tobias. Der Tobias macht, glaube ich, immer noch den Kanal weiter. Der Kanal nennt sich Futuring Games. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Der Tobias macht, glaube ich, da nur noch alleine etwas. Versucht da noch was zu machen. Ja, da haben die früher zu dritt was gemacht. Waren die zu viert? Hat er Maeve mitgemacht? Nein, Maeve hat er nicht mitgemacht. Maeve hatte ja einen anderen Kanal gehabt mit ich glaube damals auch schon mit SJ. Einen, ja, eigentlich so einen ähnlichen Kanal, wie sie jetzt haben. Also Mash, nur hieß der Kanal anders und da haben die eigentlich im Prinzip genau das gleiche gemacht. Wie auch jetzt, also so Battlefield-Zeug und ja, sowas halt machen die jetzt auch. Soll ich jetzt ein bisschen spielen oder soll ich meine Mützen behalten wegen Schaden? Komm, wir behalten die Mützen. Ja, auf jeden Fall könnt ihr auch mal abchecken, ne? Mash, den Kanal Mash und Futuring Games könnt ihr mal vorbeischauen. Auf Futuring Games gibt es, glaube ich, die alten Let's Plays von Mock, glaube ich, nicht mehr. Glaube nicht. Ja, jedenfalls habe ich dann durch Nico Mock und Maeve damals kennengelernt. Das war auch, keine Ahnung, es war so eine, weiß ich nicht, ich bin halt auch so ein wirklich extrem schüchterner Typ. Ich bin halt extrem schüchterner Typ und ja, komm, ich hasse diesen Raum. Ich komme nie in diesen Räumen raus, ohne Schaden zu nehmen. Ich war halt ein extrem schüchterner Typ und der Nico hat immer wieder drauf plädiert, dass ich unbedingt bei denen im Teamspeak vorbeischaue, mit denen quatsche und keine Ahnung. Und ja, ich habe immer irgendeine dumme Ausrede gesucht, um nichts vorbeizukommen, weil, ja, man kennt das doch, oder? Dass man versucht, immer Menschen auszuweichen, weil man sich irgendwie nicht traut und am liebsten das doch nicht macht und so weiter. Und da hat man immer irgendwelche Ausreden gesucht, dass man doch nicht kommt und bla bla bla. Und ja, irgendwann habe ich dann mich durchgerungen und dachte mir, ach komm, guckst du mal vorbei. Dann bin ich auch noch drauf gekommen auf den Teamspeak. Und der erste Moment war extrem peinlich. Der war damals für mich extrem peinlich, weil ich bin dann auf den TS gekommen und der Nico hat dann so richtig übertrieben, hat dann so, boah, das ist der Keggy macht voll das geile Let's Play zu Oddworld. Und ich wusste eigentlich, dass ich richtig scheiße bin. Und mir war das so richtig peinlich und unangenehm. Und wenn du das jetzt siehst, ne, was ich eher nicht glaube, das war echt nicht nett von dir, dass du das gemacht hast. Es war mir äußerst peinlich. Das war eine äußerst unangenehme Situation für mich. Ja, jedenfalls habe ich dadurch dann damals auch den Mock und den Maeve kennengelernt. Das ist die Bibel, ne? Nicht Book of Revelations? Nein, das ist schon das Book of Revelations. Egal. Ja, jedenfalls habe ich dann die beiden so kennengelernt. Der Mock hat damals sein Wolfenstein-Zeug gemacht. Es gab auch irgendein Let's Play, bei dem er bei mir öfters vorbeigeschaut hat. Auf jeden Fall hieß er damals noch S zu dem K oder sowas. S zu dem K hat man ihn, glaube ich, genannt. Was das bedeutet, möchte ich jetzt nicht sagen, ist egal. So entwickelte sich das halt, dass dann irgendwann Mock angefangen hatte, einen anderen Kanal zu machen, neben Futuring Games, hat er dann halt Mythos of Gaming aufgemacht. Und hat dann halt dort hauptsächlich so Creepypasta-Zeug und so weiter gemacht und Mythenzeug und irgendwann angefangen mit The High Priest. Ja, komm, nehmen wir High Priest mit. Hat dann dort halt so Mythensachen gemacht und so ein Zeug und irgendwann angefangen auch mit Videospielfakten und sowas halt.
Und, ich hasse diese Ebene. Ich sehe mein Leben nicht. Ich hasse sowas. Das ist eines der schlimmsten Flüche. Eigentlich sind alle Flüche beschissen. Ich hasse alle Flüche in diesem Spiel. Und ja. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, ja, nach 1,5 Jahren, irgendwann hat man dann eingesehen, so von wegen, ja, Let's Play klappt nicht. Du machst jetzt schon seit 1,5 Jahren Let's Play. Hast schon 600 Videos rausgebracht und hast immer noch keine wirklichen Zuschauer. Dann war es halt irgendwann ziemlich deprimierend. Dann hatte ich auch noch währenddessen auch noch ein paar Schicksals, extreme Schicksalsschläge im Leben gehabt, die mich da ziemlich runtergezogen haben und mir dann erst recht die Lust daran genommen haben, Let's Plays zu machen. Und ja, und dann habe ich halt bei Mock gesehen, dass er halt so diese Mythen und Creepypasta-Zeug gemacht und so weiter, und ja, fand ich ganz interessant und dachte mir, hey, versuchst du mal auch dieses Creepypasta-Zeug zu machen und so weiter. Und ja, hab dann Creepypasta-Zeug angefangen zu machen. Kam dann ganz gut an. Hab dann versucht, dann die Leute irgendwie die toten Leute auf meinem Hauptkanal, also auf diesem Kanal eigentlich noch, irgendwie auf den anderen Kanal zu bringen, wobei die ersten Creepypastas habe ich noch auf diesem Kanal gemacht. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, hey, machst du daraus lieber einen neuen Kanal, und habe dann der Keggy gemacht und habe dann halt alle versucht, irgendwie alle toten Leute auf meinem Kanal irgendwie rüber zu bringen. Kamen dann auch ein paar Leute rüber, habe ich dann Creepypastas gemacht, und die waren allesamt scheiße. Davon sind, glaube ich, jetzt noch 2 noch da auf meinem Hauptkanal, die anderen sind alle privat gestellt. Die noch da sind, sind auch noch komplette Scheiße, aber die habe ich noch gelassen, weil, ja, wieso nicht, ne? Eigentlich wollte ich die auch noch wegmachen. Eigentlich wollte ich die auch noch rauspacken, weil, also ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr wirklich diese Videos so gut findet, also diese 2 oder 3 Creepypastas, die ich dann noch übrig gelassen habe, die mit dem Pikachu und die mit Crash Bandicoot, habe ich ja auf jeden Fall noch drin. Gibt ja viele Leute, die das so toll finden, was ich nicht verstehe. Ich finde es komplette Scheiße. Soll ich die Kerze mitnehmen? Komm, wir nehmen die Kerze mit. Dann haben wir definitiv keine Flüche mehr. So, nehmen wir das noch mit. Und ja, wenn ihr darauf steht, wenn ihr das so geil findet, schreiben mir immer wieder Leute, dass sie das so geil finden. Verstehe ich absolut nicht. Ich gebe euch einen Tipp. Ladet sie euch runter, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wenn ihr das so geil findet, weil kann sein, dass es irgendwann mal gelöscht wird von mir. Weil, ja, ich ziehe damit ja im Prinzip eigentlich Leute an, die ich eigentlich nicht anziehen möchte. Ich ziehe damit irgendwelche Leute an, die voll auf Creepypastas abfahren, und auf meinem Kanal gibt es keine Creepypastas. Und deshalb, ja, wie gesagt, ziehe ich Leute an, die eigentlich nicht das schauen wollen, was ich eigentlich normalerweise auf dem Hauptkanal mache. Und deshalb kann sein, dass ich das vielleicht irgendwann mal demnächst löschen werde, und deshalb, wenn ihr darauf steht und das unbedingt haben wollt, dann, boah, ich hasse diesen Raum. Mein Gott, ey, ich hasse ihn, ich kann ihn einfach nicht. Vielleicht sollte man auch ein bisschen ruhiger rangehen, dann wird das vielleicht klappen, aber... Was? Schon Mutti? Ich bin schon bei Mutti? Alter, sind wir schnell unterwegs. 21 Minuten. Boah, ich hätte sogar noch fast Boss Rush geschafft. Huh, ein Goat Head und ein Damage Up. Nehmen wir mit. Ich hoffe, das war jetzt keine dumme Entscheidung. Wohin gehen wir denn? Hölle, Himmel. Komm, gehen wir in den Himmel. Ja. Und wie gesagt, dann habe ich dann die Creepypastas dann angefangen auf meinem jetzigen eigentlich Hauptkanal zu machen, der Keggy. Die Videos, dann habe ich ja, versucht sogar irgendwie individuelle Creepypastas zu machen. Ich bin so weit gegangen, dass ich dann englische Creepypastas genommen habe und sie angefangen habe zu übersetzen und so weiter. Und ich habe mir da so viel, das war so eklig. Es hat mir wirklich keinen Spaß gemacht, und Creepypastas aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen, es war zum Kotzen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das gemacht habe. Es war wirklich schlimm. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, aber irgendwie haben die Leute gefeiert, und ich habe es einfach gemacht, und im Endeffekt hatte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ja, jedenfalls hat dann irgendwann der Mock angefangen, so ein bisschen in die Videospielrichtung zu gehen. Ja, und das hat mich dann so ein bisschen es hat mich nicht unbedingt inspiriert, aber es hat mir so unbedingt, sag ich mal, es hat mir so den Kick gegeben, also es hat mir so ein bisschen so den Anstoß gegeben in die Richtung, weil ich gucke ja schon ewig auf YouTube im englischen Bereich solche, wie soll ich da rauskommen, weißt du?
gucke ja schon ewig solche Leute wie JonTron und merkt man wahrscheinlich auch, wenn man meine Videos anguckt, dann merkt man schon, denke ich mal, dass ich da Inspiration mir ab und zu mal hole. Von Leuten wie JonTron, Peanut Butter Gamer und Caddy Caros und so weiter. Habe ich halt immer geschaut, aber fand ich auch immer so geil, diese Videos. Und aber habe halt mir immer so gedacht, ich bin ja viel zu doof für sowas. Ich kann sowas nicht machen. Ich kann keine Texte schreiben. Ich kann nicht so cool schneiden. Ich kann sowas alles nicht. Ich bin viel zu doof dafür. Habe ich mir immer so eingeredet. So, und dann als Mock damit angefangen hatte, so in diese Videospielrichtung zu gehen, war das für mich so wie so ein Klick in meinem Kopf, was mir dann so gesagt hatte, hey, der Typ ist so ein ganz normaler Kerl wie du, der auch vor kurzem erst noch Let's Plays gemacht hatte. Und jetzt versucht er eigentlich das zu machen, was du eigentlich so geil schon findest, was du schon eigentlich immer schon so geil fandest bei den im amerikanischen Bereich. Und dachte mir so, wenn er das kann, dann kann ich das doch bestimmt auch. Dann habe ich auch dann versucht, das damit anzufangen, versucht das zu machen und ja, hat eigentlich ganz gut geklappt. Hab das erste Video rausgehauen, da hatte der Mock schon, glaube ich, das war die Zeit, wo Mock ungefähr so die 15.000 bereits Abonnenten hatte. Ich hatte so um die 100, 200 gehabt und dann hatte ich halt mein erstes Video in diesem Bereich rausgehauen, in diesem Genre rausgehauen. Das war dann damals meine Top 5 Jump'n'Run Games der Kindheit. Und das hat dann der Mock ein bisschen gepusht und ja, das habe ich dann viele Leute von Mock rüberbekommen. Ja, dadurch ging das dann so los. Dann ging das so los, dass ich dann immer mehr und mehr in diese Richtung gemacht hatte. Dann hatte ich ja dann Easter Egg Zeug und so weiter gemacht und Videospielmythen gemacht und ja, hab versucht ein bisschen so in die Richtung zu gehen von dem Typen hier Game Theory. In seine Richtung so ein bisschen zu gehen. Hat auch teilweise geklappt. Klar, sie sind natürlich nicht so geil gewesen wie bei Game Theory. Waren ja halt auch meine Anfänge und ich habe auch versucht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen und waren aber halt auch hauptsächlich Theorien oder Mythen, die ich dort erzählt habe, waren halt auch hauptsächlich Sachen, die schon so im Internet standen. Die habe ich halt nur so ein bisschen noch ausgeschmückt, ein bisschen umgeändert, noch sozusagen noch meinen eigenen Flair reingemacht und ja. Und das hat dann so richtig geboomt, vor allem diese ganzen Sachen mit Bowser und diese ganzen Bowser ist böse und Bowser ist gut, Mario ist böse und so weiter. Habe ich ja das damals gemacht und das war ja damals, hat ja dann richtig geboomt und ja, der Mock hat mich immer weiter ein bisschen so unterstützt durch Kommentare und Likes, dadurch kamen immer mehr Leute von ihm zu mir rüber und so weiter und ja, hat auf jeden Fall viel gebracht und irgendwann habe ich dann aufgehört mit diesem ganzen Easter Egg und so ein Zeug und wollte dann so mehr mehr halt eigene Sachen machen. Haben viele Leute mich dafür dann ein bisschen gehatet, weil ich das halt nicht mehr gemacht habe, also Easter Egg Zeug und so weiter, weil ja, es ist halt im Prinzip ist das nichts anderes als ins Internet gehen und in Google eingeben, hey, Final Fantasy Easter Eggs und ja, mehr nicht, also einfach nur Easter Eggs vorlesen. War ein bisschen irgendwie im Prinzip dann für mich dann am Ende doch ziemlich unkreativ und ich wollte dann irgendwas Eigenes schaffen und hab dann angefangen halt, ja, eigene Sachen zu machen und kam eigentlich auch ganz gut an. Klar, das mit den Easter Eggs Zeug und so weiter, da wurde ich halt hart gehatet und werde ich mal ab und zu immer noch gehatet, aber es war für mich im Prinzip sozusagen so eine kleine, die Zeit war für mich wie so eine Selbstfindungsphase im Prinzip. So eine kleine Selbstfindungsphase, weil ich noch nicht genau so wusste, in welche Richtung ich überhaupt gehen möchte, ob mir das überhaupt Spaß macht und so weiter, ob ich da mich überhaupt richtig ausleben konnte und so weiter. Und ja, dann habe ich irgendwann mit diesem Kapitel abgeschlossen, habe ich ja damals diesen Götterkampf gemacht, diesen Götterkampf mit Easter Eggs gemacht und so weiter. Das war für mich dann sozusagen der Abschluss. Wollte ich nochmal so einen besonderen Abschluss noch machen und ja, damit dann das Kapitel dann zumachen und mich dann von diesem Zeug dann erstmal fernhalten. Und ja, hat dann ganz gut geklappt. Habe ich dann mit anderen Sachen angefangen. Mir wurde dann vorgeworfen, ich bin ja so voll der JonTron und Caddy Caros Fake und ja, ich muss auch zugeben, also
klar, ich schaue sie viel, ich lasse mich auch von ihnen inspirieren und so weiter und aber so ist das halt, ne? Ich fake die ja nicht. Es tut mir leid, wenn ich halt ähnliche Videos mache wie sie. Und komischerweise sagt aber keiner, ich bin ein Mockfake. Also das haben viele am Anfang zu mir auch gesagt, wo ich noch Videospielmythen und so weiter gemacht habe, haben mich viele als Mockfake abgestempelt oder den zweiten Mock haben sie mich genannt eine Zeit lang. Das ging ja dann aber irgendwie zurück. Mittlerweile ist das stark zurückgegangen. Und ich glaube, mittlerweile ist es bei mir schon auf dem Kanal so, dass auf meinem Hauptkanal irgendwie, glaube ich, viele Leute gar nicht mehr Mock kennen, glaube ich. Oder viele Leute mich gucken, meine Videos gucken und gar nicht dabei Mock kennen. Habe ich so das Gefühl. Soll ich das Buch auswechseln? Ah, ich möchte eigentlich keine Herzen mehr opfern. Wäre aber nicht schlecht, das Buch. Komm, wir nehmen es mit. Weil da können ein paar blaue Herzen rausspringen. Ist eigentlich ganz praktisch. Und ja, und das ist mir halt aufgefallen, dass halt ich mittlerweile nicht mehr so mit Mock verglichen werde. Das war halt früher extrem krass. Ist auch verständlich, klar. Weil er hat mich gepusht und er war halt so der einzige im deutschen Bereich, der diese Videos gemacht hatte. Und dann kommt plötzlich so ein anderer Typ wie ich und fängt damit auch an. Und klar, dass dann viele Leute mich dann als Fake betiteln, was sehr traurig ist, weil schließlich geht ja auch keiner hin zu irgendeinem Let's Player, und der Minecraft spielt und sagt, Hato, guck mal, du machst ungespielt nach, ne? Macht ja auch keiner, weil davon gibt es ja auch viele. Und das ist halt nur in diesem Genre so krass, wurde ich damals als Faker abgestempelt, und weil ja es nicht mehr, nur mal nicht so viele Leute gab, die das gemacht haben, ne? Im deutschen Bereich und im englischen Bereich, ja, viele dieser Leute, die uns dann mich als Fake abgestempelt haben, haben dann wahrscheinlich die englischen Leute nicht geschaut und kannten solche Leute wie Cadicurus, Jontron und Peanut Butter Gamer und so weiter nicht. Und ja, mittlerweile ist es aber so, dass die Leute mich wirklich nicht mehr als Mockfake oder so abstempeln, sondern eher mich schon ganze Zeit nerven von wegen, ja, dass ich ganze Zeit Leuten wie Cadicurus und Jontron und seit kurzem auch wer ist der Typ nochmal? Ah, hier, Angry Video Game Nerd und so weiter. Ihm zum Beispiel auch stark nachmache und so weiter und keine Ahnung, obwohl ich Angry Video Game Nerd in meinem ganzen Leben vielleicht ein einziges Video gesehen habe. Gibt es wirklich Leute, die mich die ganze Zeit als Video Game Nerd Fake bezeichnen und keine Ahnung, ja, jedenfalls das war im Prinzip so im Großen und Ganzen meine YouTube-Story. Und ja, jetzt sind wir hier. Jetzt habe ich diesen Kanal wieder eröffnet. Also als Let's Play-mäßig, und möchte gerne in diesem Kanal wieder zu den Wurzeln zurückkehren, weil im Prinzip haben ja Let's Plays mir eigentlich viel Spaß gemacht. Es hat ja viel Spaß gemacht, wieso ich damals aufgehört hatte, lag ja einfach nur daran, dass es halt keiner geguckt hat und das halt ziemlich demotivierend und deprimierend ist, wenn du dann wirklich so viel Zeit da reinsteckst, und täglich habe ich ja damals 2-3 Videos täglich rausgehauen, und wenn du dann täglich 2-3 Videos raushaust und die dann und dann deine Videos irgendwie dann, sage ich mal, 2-3 Tage, du auf deine Videos guckst und sie dann eine Woche oder so sogar, manchmal sogar eine Woche lang unter deinem Video einfach mal steht, keine Aufrufe. Eine Woche lang steht da einfach keine Aufrufe. Dann ist es halt irgendwann einfach nur extrem deprimierend, und dann hast du irgendwann keine Lust mehr, und irgendwann gibst du einfach die Hoffnung auf, dass dann doch plötzlich irgendwann mal einer kommt und deine Videos doch schaut. Nein, da kommt keiner. Da kommt keiner. Wenn dich, das ist die Let's Play-Szene. Das ist, wenn dich da keiner pusht oder du nicht schon mit irgendeinem anderen Kanal berühmt bist oder bekannt bist, und so wie ich jetzt zum Beispiel in dem Falle schon bekannt bin mit einem anderen Kanal und dann die Leute dann rüberhole auf diesen Kanal oder sowas, ist es im Let's Play-mäßig schon sehr, sehr schwer, irgendwas zu erreichen. Das sieht man ja zum Beispiel schon bei den ganzen Minecraft-Let's Playern. Also, ich sag mal, der Großteil der Minecraft-Szene, der Großteil der Minecraft-Let's Player, die sind ja auch nur bekannt geworden, nicht weil sie ja alles so krasse Qualität haben oder keine Ahnung oder so krass kommentieren können oder sonst was, sondern weil sie einfach sich alle gegenseitig hochpushen. Und das ist ja eigentlich auch recht cool, also diese Minecraft-Szene, dass sie halt so, ja, so krass miteinander so viel machen und sich gegenseitig so halt unterstützen. Das ist eigentlich recht cool. Das ist halt in der Let's Play-Szene aber auch nur
in der Minecraft-Szene so krass vertreten. So im anderen Bereich ist es halt nicht so krass. Nicht so krass, was sehr schade ist. Aber kannst halt auch, Minecraft ist halt auch wirklich so ein Spiel, da kannst du halt einfach viel mit anderen Menschen machen. Ist halt wirklich so. Da kannst du sehr viel machen mit anderen Menschen. Und ja, zum Beispiel so ein Isaac-Spiel kannst du schlecht mit anderen Leuten machen, ne? Kannst schlecht machen. Und da ist auch Minecraft ist auch noch perfekt, weil. Ach guck mal. Ich habe ein Baby freigeschaltet, weil ich mit Lazarus zum ersten Mal It Lives im Hard Mode durchgespielt habe. Ich hatte das Polaroid mitgenommen, ne? Ich muss in den Himmel. Und ja. Zum Beispiel so normale Let's Player können das auch schlecht irgendwie was so Besonderes, besonders so gegenseitig sich pushen. Es geht halt nicht, weil du hast halt nicht so viel. Klar, zum Beispiel jetzt sowas wie zum Beispiel jetzt hier Mock, Cornel, Wolle und ich und so weiter und Ricky und Maeve und so weiter zum Beispiel machen jetzt mit TTT und so weiter. Das ist zum Beispiel ist schon sowas Ähnliches, aber es funktioniert halt nicht so krass wie Minecraft, weil es ist halt viel zu viele. Also TTT kannst du schlecht mit 2-3 Leuten spielen. Es geht halt einfach nicht. Dann ist halt der coole Effekt halt nicht da. Der spaßige Effekt ist halt nicht da, wenn du das mit 2-3 Leuten spielst, ne? Dann kannst du auch direkt einfach nur CSGO im Deathmatch spielen. 2-2 oder so, ne? Da braucht man schon ein paar Leute. Aber das macht auch gleichzeitig, hat auch gleichzeitig den Nachgeschmack, dass es nicht unbedingt was für den Einzelnen was bringt, für den Kleinen. Zum Beispiel, jetzt sage ich mal jetzt in dem Falle, jetzt zum Beispiel Mesh, also der Kanal Mesh, der jetzt mit uns TTT macht, oder zum Beispiel Ricky oder ich, ne, die Kleinsten jetzt in dem Projekt sind, die kleinsten Kanäle. Für uns bringt das jetzt zum Beispiel, jetzt sage ich mal, pushmäßig jetzt nicht unbedingt viel. Weil, ja, es klappt einfach nicht bei TTT, weil es einfach zu viele sind und dann hast du halt auch nicht nicht unbedingt die Chance, dort zu glänzen. Hast du nicht unbedingt die Chance, dort zu glänzen. Und in so einem Minecraft-Video, das kannst du ganz gut und unterhaltsam, sage ich mal, zu zweit machen. Da kannst du gut zu zweit machen, so ein PvP-Video, was die jetzt alle zum Beispiel machen oder sowas. Kannst du gut zu zweit machen und kannst du halt, ja, dann kannst du halt als einzelne Person dort gut in den Vordergrund kommen. Full Health, cool. Was halt in so einem TTT-Part halt nicht der Fall ist. Und ja. Und wie gesagt, ist halt schade, dass es halt, weiß ich nicht, anders geht, aber ah, was willst du machen? Was willst du machen? Ist halt so. Aber jetzt habe ich ja mittlerweile auf diesem Kanal ja eine Größe erreicht, die eigentlich recht gut ist und die Leute sind ja auch recht aktiv. Finde ich auch recht cool. Bin ich echt euch echt dankbar. Ich bin halt nicht erwartet, dass wirklich so am Anfang so viel Interaktion stattfinden wird hier. Ich weiß auch nicht, wie weit das so gehen wird, weil ich bin immer noch der Meinung, dass es wirklich nur so gerade nur so viel hier auf dem Kanal passiert, also interaktionsmäßig, dass es wirklich nur daran liegt, dass das hier alles noch für euch halt noch neu ist und fuck, der ist uncool. Dass ihr vielleicht so sag ich mal jetzt meinen Hauptkanal kennt und meine Videos dort feiert und so weiter und hier rüberkommt und mich, sag ich mal, so erstmal kennenlernen wollt und dann vielleicht feststellt, ah, der Typ ist doch gar nicht so cool, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Den möchte ich gar nicht weiter gucken oder so. So, denke ich mir, bin ich noch hier sozusagen in der Phase. Und ich weiß nicht, wie sich das hier entwickelt. Aber im Prinzip habe ich ja sozusagen schon den Grundstein sozusagen schon aufgebaut, ne, auf diesem Kanal. Weil auf YouTube ist das ja so, ab einer bestimmten Größe tritt dann der Schneeball-Effekt ein. Oh, Balls of Steel, geil. Ab einer bestimmten Größe tritt dann der Snowball-Effekt ein. Also, was heißt Snowball-Effekt? Das heißt, es rollt ein Schneeball runter, es rollt ein Schneeball den Berg runter. Und je größer er ist, desto, ja, größer wird er, ne? Also, je größer er ist, desto schneller größer wird er. Und das ist halt auf YouTube auch so. Du brauchst halt eine bestimmte Größe und ab da, ja, läuft's halt. Dann läuft's halt von alleine. Und diese Größe findet im Bereich von, sage ich mal, 3000, 4000, 5000, 6000, so, ja, ungefähr so. Ich würde sagen, so ab 5000 geht das ungefähr so los, dieser Schneeball-Effekt. Geht dann ungefähr so los.
Die Blank Card brauche ich nicht. Wo ist eigentlich der Boss? Und ich denke mal, diesen Schneeballeffekt, den habe ich hier, glaube ich, schon mittlerweile erreicht. Also diese Grenze. Normalerweise sagt man ja so auf YouTube, die Grenze ist ungefähr so 5000, würde ich sagen. Also sagt man ja so unter sich. Ach, fuck. Und ja, deshalb denke ich mal, wird das hier schon laufen? Wird das schon laufen? Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ob das überhaupt die gleiche Community sein wird wie auf meinem Hauptkanal, also auf der Keggy. Ob das überhaupt die gleiche Community sein wird? Ich denke mal eher nicht. Und ich habe ja auch auf dem Hauptkanal noch gar nichts dazu gesagt, dass hier was stattfindet, ne? Habe ich ja noch gar nichts gemacht. Ich wollte dann irgendwann mal vielleicht ein Video machen. Ein Video machen, vielleicht zu einem Spiel, was ich dann gleichzeitig hier auf diesem Kanal Let's Playen werde. Von wo kommen die? Okay. Was ich dann gleichzeitig auf diesem Kanal dann Let's Playen werde, um halt ein bisschen Aufmerksamkeit zu machen für die Leute, die nicht Bescheid wissen, dass ich hier Let's Plays mache oder so, dass die dann rüberkommen. Dann bin ich wirklich gespannt, wie viele Leute dann wirklich rüberkommen und wie viele Leute dann auch wirklich bleiben. Weil ich glaube, dann kommen viele Leute zwar rüber, und erwarten dann, so wie in den Streams ist das, dass die Leute in meinen Stream kommen und von mir erwarten, dass ich mich so benehme wie in meinen Videos auf dem Hauptkanal. Das geht ja nicht, das ist ja alles gescriptet. Ist das Quatschshot oder ist das Infestion? Infestation, ja, okay. Die Leute erwarten halt, dass ich dann so drauf bin wie in meinen Videos. Das geht ja nicht, das ist ja alles gescriptet. Die kommen dann dahin und in meinen Stream und schreien dann, Keggy, spiel mal Action Girls oder Keggy, wo ist dein Lippenstift? Oder Keggy, erzähl mal einen Witz oder sowas. Das geht halt nicht. Das ist ja alles, dort ist ja alles gescriptet. Das kannst ja nicht in einem Let's Play bringen. Das geht ja nicht. Habe ich schon gesagt, dass der Run eigentlich ganz gut läuft? Wenn ich jetzt so schnell wie möglich den Boss finde, dann wäre das super. Ich hoffe, jetzt kommen keine ekligen Räume, wie zum Beispiel so ein Raum mit diesen bandagierten Typen da. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Irgendwas mit... Heißen die einfach so Dark? Irgendwie so halt. Keine Ahnung, wie die heißen. Hauptsache, mein Buch gibt mir genug schwarze und blaue Herzen. Das ist auch alles cool. Und... Sieht nach einem guten Run aus. Sieht nach einem erfolgreichen Run aus. Habe ich am Anfang eigentlich, zu Beginn eigentlich gar nicht erwartet. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn ich jetzt den Boss auch noch ganz schnell finde, dann wäre das super. Dann wäre das ganz super. Und ja, das war so meine YouTube-Geschichte. Das ist das, was auf YouTube so bei mir passiert ist. Bin gespannt, wie das alles so weitergeht. Bin gespannt, wie 2015 sein wird. Auf diesem und auf dem anderen Kanal. Was ich auch noch sagen müsste vielleicht nicht, aber was ich sagen wollte, ist ja auch vielleicht jetzt doof, das jetzt anzusprechen, weil vielleicht viele hier schon weggeschalten haben, weil, ja, guckt sich ja nicht unbedingt jeder so weit ein Video an, ne? Ich habe ja Statistik, ich kann ja meine Statistik schauen und mittlerweile ist das ja, was heißt mittlerweile, also zurzeit ist das so, dass meine Videos auf diesem Kanal zu 50% so ungefähr geschaut werden. 50-60% ist eigentlich eine ganz gute Quote. Also das heißt, dass die Leute sich 50% diese Videos anschauen. Es schwankt so zwischen 50-60%. Ist eigentlich eine ganz gute Quote. Also du da draußen, wenn du die Videos ganz guckst, das hat natürlich keine Auswirkung auf dich. Das ist natürlich, du musst das so sehen, wenn du das Video ganz geguckt hast, also bist du ein Typ, der sich das 100% geguckt hat, und dann kommt ein anderer Typ, der guckt das nicht mal 1%. Dann wird das ja zusammen sozusagen, werden eure Views zusammen vereint und dann sind das sozusagen nur 50%. Dann kann man sagen, dass das Video nur 50% geschaut wurde, nur zur Hälfte geschaut wurde. Kann man so im Prinzip sagen. Ja. Und nur weil du das Video so ganz geschaut hast, das freut mich, wenn du es ganz geschaut hast, aber... Ah! Und das bringt natürlich der Statistik sehr viel. Und freut auch mich, dass die Rate so weit oben ist. Also wie gesagt, ich habe eigentlich mit viel weniger gerechnet. Aber 50 ist eigentlich ein ganz guter Wert. Für einen Let's Play-Kanal, ne? Für einen Let's Play-Kanal 50% ist schon gut. Das ist schon gut, meiner Meinung nach. Ist schon akzeptabel. Und ja, jedenfalls... irgendwas wollte ich gerade noch sagen und dann kam ich auf diese 50%. Irgendwas wollte ich sagen.
Fuck, Leute, was wollte ich sagen? Mann, jetzt hab's vergessen. Mann, wo ist der Boss? Wo ist der fucking Boss? Ich muss mich auf einen konzentrieren. Ah, das war doof. So, damit die Dinger weg sind. Jetzt haben die da hingepisst. Ach, komm schon. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Ich möchte sehr gerne noch Blue Baby töten. Wenn ich jetzt unterwegs noch irgendwo sterbe, dann weine ich. Dann falle ich auf den Boden und weine. Wie ein kleines Mädchen werde ich weinen. Ja. Weißt du, es wird jetzt so ein scheiß Dingens-Run, wo ich einfach alles durchsuchen werde. Weißt du, alles, jede Sackgasse einmal erleben werde. Ich habe ja mal erwähnt in einem Part von, ich weiß gar nicht, ob das war, ob das Crash Bandicoot war oder Isaac, wo ich gesagt hatte, ich bin ja so ein Typ, der gerne nach allen Sackgassen in einem Rollenspiel sucht. Bei Isaac ist es aber nicht der Fall. Bei Isaac ist es nicht der Fall, also in den unteren Ebenen schon, aber dann in den höheren, zum Beispiel jetzt wie in der Chest, muss ich ja jetzt nicht unbedingt alle Räume durchsuchen. Weil, was soll ich denn hier großartig noch machen? Ich habe ja genug Herzen, ich habe genug Schaden. Ich könnte jetzt locker gegen Blue Baby antreten, nun muss ich es erst finden. Die zwei sind uncool. Zwei von denen in bandagierten Formen. Oh, das wäre richtig scheiße, zum Glück. Ich hoffe, die kommen nicht in bandagierter Form. Das wäre echt unschön. Ich glaube, der Boss ist da oben, hinter dem großen Raum. Boah, ich habe Angst vor dem großen Raum. Ich hoffe, da kommen nicht diese tankigen Viecher. Gefährlicher Raum, die Viecher sind sehr schnell. Und ich bin nicht unbedingt schnell am Laufen. So. Ich habe, glaube ich, die ganz Kleinen alle getötet. Sogar ein blaues Herz gedroppt, super. So, ist der Boss jetzt rechts oder links? Ich glaube, er ist links. Nein, er ist rechts. Er ist rechts. Alter, ist der rechts, ey. Schäme dich, dass du rechts bist. Lemon Party? Ne, ich nehme Algitz. Algitz zur Not. Wenn irgendwas schief läuft, dann habe ich Algitz. Algitz macht mich unsterblich für eine bestimmte Zeit. Ich glaube, ich setze dich auch gleich direkt beim Blue Baby ein. Ja, setze ich auch direkt ein. Pass auf, da direkt einsetzen und direkt ran. Direkt in den Nahkampf rein. Und zack, Damage losgetötet. So muss das, Leute. So muss das. Appearance, können wir noch das aufstellen? Brauchen wir aber nicht. Und ja, hat sich gelohnt, war ein guter Run. Ich würde jetzt sagen, jetzt kein spektakulärer Run, ist eigentlich so ein Standard eigentlich Run, kein OP-Run, aber auch kein Try-Hard-Run, sondern eigentlich ein ganz solider Run war das. Hab auch ein bisschen was erzählt, war ziemlich krass off-topic dieser Part, also ich habe so recht wenig über Isaac generell gesprochen, sondern eigentlich hauptsächlich nur über YouTube gesprochen und ja, ich hoffe, es hat euch interessiert. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ich hoffe, ihr konntet mich jetzt so ein bisschen näher kennenlernen und ja. Okay, ich habe das Spiel ausgemacht. Ich hoffe, das Spiel ist nicht abgestürzt. Ich hoffe, ich habe das Spiel aus Versehen ausgemacht. Wir machen kurz das Spiel an. Ich habe gerade kurz meinen Desktop gesehen. Ich hoffe, jetzt wird's interessant. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, die Achievements sind da. Ich habe wohl aus Versehen auf B gedrückt. Ah, boah, zum Glück. Ich dachte, das Spiel ist abgeschützt. Das hatte ich nämlich auch schon mal bei irgendeinem... Ich weiß gar nicht, bei wem das war. Bei welchem Run das war, dass ich irgendwo... Ich glaube, das war mit Judas. Mit Judas, da habe ich das Blue Baby getötet im Hard Mode. Und dann ist das ganze Spiel einfach abgestürzt. Und dann wurde das nicht gespeichert. Wieso auch immer. Ja, jedenfalls... Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ne, ihr wisst Bescheid, wie ihr mir das zeigen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part von The Binding of Isaac Rebirth oder sonst irgendwas anderem. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tüdelü. Pause.